Kritisches Versagen aller überwachten Systeme. Bitte leiten Sie die Evakuierungsprozedur ein. Herzlich willkommen auf der etwas anderen Citadel. So, bevor wir weiterziehen, werde ich nochmal ganz kurz schauen, wie es denn aussieht mit dem Beleuchtungsgrad. Ja, wir können wieder umstellen, wunderbar. Das freut mich, denn hier auf der Citadel will ich dann doch das Ganze ein bisschen anders sehen. Und wir sehen, wo wir sind. Wir sind im Regierungsviertel und die scheinbare Skulptur der Proteaner ist keine Skulptur. Sie ist das Gegenstück zum Massenportal. So. Und damit geht der Kampf los. Na, Avina? Alles klar? Aber mit dir können wir gar nicht mehr sprechen. Das ist schade. So, erstmal die. Der hier drüben ist schon tot. Na gut, von mir aus. So, an der Stelle unterbreche ich nochmal ganz kurz und dann geht's auf zum letzten Gefecht. Und weiter geht's. Wir fahren mit dem Fahrstuhl, auch wenn das jetzt vielleicht keine so intelligente Idee ist, mit dem Fahrstuhl zu fahren, so wie es hier aussieht. Aber gut, was soll's. Und Tali und Garrus begleiten uns auf dem letzten Weg. Denn wir können nicht nochmal wechseln. Die Normandy ist immer noch vor Hylos. Eilig. Die Zitadelle schließt sich. Sie versiegeln die Station. Die feindlichen Schiffe dürfen nicht zwischen die Arme kommen. Wir gehen raus. Jetzt wird's spaßig. Dann also zu Fuß. Wie ein Krebsgeschwür hängt die Sovereign am Zipfel der Citadel. Und da hat man nochmal gesehen, was für ein Riesenladen die Citadel eigentlich ist. Ich meine, die Sovereign ist ja schon riesig, wie wir wissen. Aber wie winzig sie dann doch gewirkt hat, als sie da angedockt hat, ist echt Wahnsinn. Und jetzt müssen wir eben zu Fuß weiter. Gegen den Widerstand der Geth natürlich. Aber wir haben es eilig, denn Saren ist drauf und dran, der Sovereign die Kontrolle zuzuschreiben. Und das sollten wir um jeden Preis verhindern. Gut. Müssen wir nach links? Ich weiß es gar nicht. Ne, wir gehen mal geradeaus. Wird schon stimmen. Okay.
Wir sehen auch, die Schwerkraft ist nicht mehr so richtig da. Aber wir brauchen sie auch nicht, denn wir haben offenbar Gravity Boots. Ganz gut so, würde ich denken. Ansonsten wäre es etwas schwierig, wenn wir hier lang schwimmen müssten durch den Raum. Und weiter geht's nach vorn. Wir haben noch ein ganzes Stück vor uns, denn der Fahrstuhl, der ist relativ schnell unterwegs. Und auch das hat man gar nicht so mitgekriegt, wenn man auf der normalen Citadel unterwegs war, was für eine riesige Strecke da zurückgelegt wird mit dem Fahrstuhl. Denn das war ja der Fahrstuhl im Regierungsviertel und wir fahren jetzt rauf zum Citadel-Turm. Und Morgana Warlord sogar hier mit dabei, Mensch. Wo ist er denn? Hier. Na komm, stirb endlich. Oh, ich sollte vielleicht mal wechseln. Garrus hat es erwischt, das ist nicht gut. Aber zumindest können wir den Kroganer erstmal beseitigen. So. Stehst du von alleine wieder auf, Garrus? Oder muss ich dich erst erwecken? Okay, dann erwecken wir ihn mal. Mit der Einigkeit. Und hauen gleich noch eine Heilung hinterher. Wir haben ja noch genug Medikits. Lieber so, als dann hier mit einem auf dem Zahnfleisch kriechenden Garrus durch die Gegend zu ziehen, der beim kleinsten bisschen immer gleich wegstirbt. Das muss nicht sein. So. Ich lasse auch mal die ganzen... Was fliegt denn hier durch die Gegend? Ich lasse auch mal die ganzen Schilde jetzt stehen, auch wenn ich die sonst immer der Vollständigkeit halber... Oh scheiße, jetzt habe ich einen gehackten Blatt gemacht. Na gut, was soll's. Auch wenn ich die sonst immer der Vollständigkeit halber mit weghaue, aber die könnten uns hier sogar mal ganz nützlich sein, die Schilde. Gut, der Scharfschütze ist weg. Ihr seid beide da. Weiter. Und wir sehen schon, wir kommen in die Nähe der Greifarme der Sovereign. Langsam wird's ernst. Oh, nicht da reinrennen. Und wir müssen unbedingt den Verwüster wegräumen, bevor er auf uns zukommt, natürlich. So. Sehr gut. Vorstoßen. Los, los, los. Oh. Kommt da auf mich zugeschwebt hier. Gut, ein Verteidigungsturm. Ich speichere mal ganz kurz. Das ist vielleicht ganz gut, wenn ich das mal mache. Den schnappen wir uns mal. Da drüben ist auch noch einer. Die sollten wir aktivieren, die Dinger. Und gut, dass wir Tali und Garrus dabei haben, denn hier müssen wir Elektronikfähigkeiten haben. Oh shit. Komm, beweg dich. Ja. Jetzt ist es wirklich wichtig, alles einzusetzen, was wir irgendwie haben. Und hier sind Tali und Garrus Gold wert. Gut. Wir haben drei Verteidigungstürme auf unserer Seite. Okay, der ist gehackt. Tali macht einen guten Job, muss ich sagen. Und das Geth-Schiff ist beseitigt. Gut, hier drüben ist auch noch einer. Ah, der hat es auch schon. Den hat es auch schon erwischt. Dann auf zur Botschaft. Quatsch, zur Botschaft. Zum Rat. In den Turm. Weit ist es nicht mehr. Geh mal bitte in Deckung hier. Dankeschön. Das war's auch für ihn. Dann weiter auf den Kroganer. Gut, der erste ist weg. Bleibt noch der zweite. Okay. Den haben wir erwischt, bevor er zu uns kommen konnte. Und der schwebt auch gleich durch. Sehr schön. Ich muss gleich mal unbedingt noch meinen Status checken. Aber vorher müssen wir den Verwüster und den Titanen wegräumen hier. Ich weiß, der war gehackt, aber den Verwüstern traue ich nicht. Okay, wir checken mal, denn wir haben ein bisschen was noch an Punkten. Und zwar werden wir die worauf geben? Ich weiß es gar nicht. Erste Hilfe? Weiß ich nicht. Könnte jetzt vielleicht gar nicht so schlecht sein. Aber nee, ich gehe mal lieber hier drauf. Auf Schadensschutz und Gesundheit.
Das ist, denke ich, eine gute Entscheidung. Schmeicheln ist toll, das ist wichtig. Werden wir gleich noch sehen, wieso. Garrus. Der kann mal Dämpfung, Sturmangriffstraining. Ja, Sturmangriffstraining, oder? Abkühlungszeiten zurückgesetzt. Ja, das ist ganz gut. So, und Tali noch. Bei Tali machen wir das Hacken voll. Denn Hacken kann jetzt unglaublich nützlich sein gegen die Geth. Ansonsten werden wir mal die Dämpfung hochjagen. So. Hätten wir das auch noch geregelt. Einmal speichern. Und los geht's. Fuck you. So. Du hältst uns nicht auf, du blöder Verwüster. Was sind das für Dinger, ist die Frage. Erstmal hier bleiben. Nicht zu ungestüm werden. Denn wir sehen schon, hier sind auch Raketen im Spiel. Okay. Für den Turm hat sich's erledigt. Da hat sich offenbar Tali oder Garrus drum gekümmert. Kannst du ja auch rausgehen? Ah, jetzt. Gut, erstmal die Gefechtstürme weg. Die sind gerade unglaublich störend. So, und dann gar nicht lang aufhalten, sondern direkt vorstoßen. Wir haben noch ein gutes Stück vor uns. Fuck, was? Es ist halt, naja, diese Explosionen, die gehen halt wirklich um die Deckung rum. Ich kann in der Deckung bleiben und es nützt überhaupt nichts. Na gut, zum Glück habe ich ja gerade erst gespeichert. Ja, habe ich. Gut. Nachdem ich die Werte hochgepusht habe, siehst du mal, dann nützt das doch gleich was, dass ich das gerade unternommen habe. Dadurch haben wir nämlich gleich hier einen Speicherpunkt. So, müssen wir noch vorsichtiger vorgehen, also. Schrecklich, aber warm. Wir haben keine andere Wahl. Wir müssen so vorsichtig wie möglich, vorsichtig wie irgend möglich hier vorgehen. So, der ist schon mal weg. Vielleicht halten wir dann wirklich einfach aus der Entfernung drauf auf die Dinger. Denn hier haben wir noch weitaus mehr Deckung als drüben dann. Ach komm, der schießt immer so scharf hintereinander. Meine Güte. Ich komme hier gar nicht, das gibt's gar nicht. Willst du mich verarschen? Ich komme hier gar nicht dazu, wirklich mal zu schießen. Weil die Dinger so unglaublich draufhalten. Keine Chance. Na gut. Einmal die Einigkeit, einmal die Heilung. Und jetzt bitte etwas mehr Konzentration hier. Okay, wir müssen vordringen. Es geht nicht anders. Das macht keinen Sinn so. Okay, dann müssen wir diese Vertiefung, die Einbuchtung mit ausnutzen. Erstmal den hier vorne. Und dann immer schön drauf. Schön hier in Deckung bleiben. Genau deshalb. Gut, und immer mal hin und her. Tali hat es schon wieder erwischt, das ist nicht gut. Aber das ist, ich sehe gerade keine Alternative so wirklich, muss ich sagen. Garrus ist auch schon nicht mehr so gut dabei. So, das war's für den. Scheiße, Gali und Terrace. Hm. Tali und Garrus sind schon wieder beide weg. Diese Türme habe ich völlig vergessen, die sind so schrecklich. Gut, dann mache ich das allein. Es macht keinen Sinn, die jetzt noch mit dazu zu holen wieder. Okay, es ist bloß blöd, weil es noch zwei sind. Okay, immer schön draufhalten. Ja, das war's zu denen. Sehr gut, da war es nur noch einer. Der ist natürlich ziemlich weit weg, aber das kriegen wir hin. Nur aufpassen, dass ich jetzt nicht noch reingerate. Das wäre blöd. Das wäre echt blöd. Okay. Vorsichtig sein. Nicht zu übereifrig.
Okay. Ich würde sagen, jetzt ist der Punkt, wo wir die beiden mal wiederbeleben sollten. Und auch ein bisschen Heilung reinhauen. Okay, krieg ich den drin? Komm schon. Das Gute ist, jetzt sind auch ein paar andere Ziele da, auf die die Dinger schießen. Oh shit, ich sollte trotzdem noch aufpassen hier. Wow. Komm schon, ne? Schön in Deckung bleiben. Hat's den erwischt? Ich glaube, oder? Sehr gut. Okay, dann weiter. Den Schützen nehmen wir im Vorbeigehen mit. Aber die Geschütztürme sollten jetzt alle beseitigt sein. Glaube ich zumindest. Aber seien wir mal lieber vorsichtig. Ich bin mir nämlich nicht 100% sicher. Okay, vorstoßen. Es sind nur noch Schützen da. Sehr gut. Die Türme sind weg. Und weiter. Kommt weiter, weiter, weiter. Wir haben keine Zeit. Haltet euch nicht mit den Kleinen auf. Wir müssen zu Saren und ihn aufhalten. Lauf, Shepard! Lauf! Was hast du für eine schlechte Ausdauer? Das Ziel ist nahe. Wir sind fast da. Ich komme bloß nicht hoch. Ich komme hier nicht hoch. So ein Mist. Wir sind fast da und ich weiß nicht, wo genau ich lang muss. Probieren wir es mal hier drüben. Kommen wir hier hoch? Nein. Okay, dann mal auf die Karte geschaut. Ach, okay, wir müssen nach links. Gut. Wir sind beinahe am Ziel. Saren erwartet uns. Wir wollen ihn nicht warten lassen. Die letzten Geth, der letzte Widerstand. Auf unserem Weg zum Turm des Citadel-Rats. Und da sind wir. Noch ist Zeit, noch sind wir nicht zu spät. Und Medigel gibt's auch noch für uns. Hier hat es begonnen, die Karriere des Spectres. Und hier wird die Karriere eines Spectres enden. Die Frage ist nur, wessen? Und ich habe nicht vor, es meine sein zu lassen, die beendet. Denn wir haben noch zwei Teile zu spielen. Das ist aber blöd hier, ich habe keine vernünftige Deckung hier so wirklich. Ah, hier drüben, okay. Ich habe mich gerade schon gefragt, wo genau die Schüsse herkamen. So richtig gesehen habe ich keinen. Gut, noch jemand? Nein. Dann hoch auf die Treppe. Und jetzt wird er gestellt.